Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch heute Morgen wieder zu begrüßen. In den letzten Kommentaren, ich kann leider nicht immer sehr gut beantworten, weil ich habe schlecht WLAN. Es unterbricht andauernd und deswegen ist es manchmal schwierig zu antworten, auch E-Mail schreiben und so weiter. Deswegen bitte erwartet nicht viel jetzt, solange ich in Urlaub bin. Es ist in ein paar Anmerkungen von Geschwister, ja, was ist denn los mit dir? Und hör auf mit dem Orakel, mit dem Kommen des Herrn. Und ich muss so sagen, ich werde nicht aufhören, denn die Erwartung des Herrn soll täglich sein und wir sollen täglich bereit sein und wir sollen uns erfreuen in dieser Erwartung gegenseitig erbauen, ermahnen, sagt Paulus dem Thessaloniker, da komme ich aber noch dahin. Ich möchte heute so ein paar Sachen aufbringen, die eigentlich auch Bezug des Zeites und Bezug der Ermutigung im Glauben auszuharren und auch, dass Gott uns bewahrt, ja. Hier ein paar Worte darüber zu sagen. Meine Lieben, es geht mir in erster Reihe um die Verkürzung der Zeit. Lass mich zuerst hier in der 1. Buch Mose lesen. Ab Vers 14, da sprach Gott: Es soll Lichter am Himmelsgewölbe entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu scheiden. Die sollen Merkzeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten sowie zur Zählung von Tagen und Jahren dienen. Und sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um Licht über die Erde zu verbreiten. Und so geschah es. Was viele also wir als Menschen falsch rechnen und denken, ist, wir rechnen 24 Stunden Tag. Gott hat aber nicht 24 Stunden Tag gemacht, sondern bei Gott ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Tag, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang Nacht. Gott hat keine Armbanduhr oder Kuckucksuhr an der Wand, wo er immer guckt, ja, das ist gleich 12 Uhr, mein Sohn, komm, wir müssen schnell machen, denn ja, die Zeit ist um. Wenn Jesus sagt, meine Stunde, die oder die Stunde wisst ihr nicht, redet über das menschliche Zeitmessung. Aber die göttliche Zeitmessung ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tag. Und viele rechnen nicht und denken nicht dran, dass Gott ist der Allmächtige, der bestimmt die Bahn der Sonne, wo er aufgeht und wo er untergeht. Es kann länger sein und es kann verkürzt sein. Also, Gott sagt nicht, um 6 Uhr geht die Sonne auf, sondern Gott bestimmt den Sonnenaufgang, wann er will und wo er will. Eine sehr gute Stelle ist hier in Amos 8 im Vers 9. Da sagt: Und geschehen wird an jenen Tage, so lautet der Anspruch Gottes des Herrn. Da lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen, nicht verfinstern. Ja? Da lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen und werde Finsternis über die Erde kommen lassen am lichten Tage. Hier sagt Gott nicht, ich verfinstere die Sonne, dass ihr nicht mehr wisst, dass es Tag ist, sondern ich lasse ihn untergehen. Bei Josua zum Beispiel wissen wir ganz eindeutig, dass Gott die Sonne und den Mond stoppt. Die bleiben stehen bis zum Sieg. Wenn wir einen Wissenschaftler fragen würden, was würde geschehen, wenn alles stehen bleibt,
Ja, es sind so in YouTube solche wissenschaftliche Videos. Was ist, wenn die Erde stehen bleibt? Wow, das wäre katastrophal. Aber nicht für Gott. Ja? Und das ist, wir denken immer nach menschlichen Maßstäben und vergessen hier zu berücksichtigen die göttliche Ordnung. Ja? Gott hat nicht 24 Stunden Tag. Gott bestimmt den Bahn der Sonne, der Bahn des Mondes und es kann es verkürzen, kann es verlängern, kann es stoppen und trotzdem geschieht nur das mit der Erde, nur das mit der Menschheit, was Gott will. Denn alle Gesetze sind in seiner Hand. Ja, wir Menschen haben dann die Stunde, ja, für uns als Orientierung, ja, gemacht. Das hat Gott auch zugelassen, ja. Deswegen ist er auch bei Jesus an 9. Stunde, an 6. Stunde. Aber das sind menschliche Maßstäbe, die Gott uns zugelassen hat, ja. Aber der Herr spricht immer am Tag, an jenen Tagen, in letzte Tage. Dann passiert, ja, nicht um 3:50 Uhr und 5:30 Uhr am 2. Dezember und so, sondern an jenen Tag, die Tage, die Gott gibt. Denn wir sind auch mit Tagen gemessen, ja, und wir wissen, dass diese ganze Konstellation, himmlische Konstellation, legt fest, die Jahre, auch was wir leben, ja, die Tage, was wir leben, die Länge, ja, dieser Zeit. Und das kann Gott verkürzen, verlängern, wie es ihm eigentlich steht. Und meine Lieben, diese himmlische Körper hat Gott für Bestimmung des Festen. Ja, das Bestimmen Festen. Und wisst ihr, warum auch viele Geschwister und ich auch natürlich immer schon mit der Entrückung gerechnet haben, so seit 10 Jahren? Weil es waren immer himmlische Ereignisse, die 4 Mondtetraden, Sonnenfinsternisse und, und. Was immer genau auf jüdische Feste gefallen sind. Und das waren Zeichen für uns als Christen, dass hier eigentlich die Entrückung sehr nahe ist. Das Fehler dabei war bei uns, und da sage ich nicht, dass ich nicht dabei mitgewirkt habe, dass wir so ein bisschen die Zeit begrenzt haben. Viele haben Datum genannt, Stunde genannt, ja, er kommt am 26.5. sein Mai oder so. Und nach der Ereignisse habe ich auch oft gesagt, ja, es könnte spätestens bis dahin oder dahin sein. Aber es sieht so aus, dass es waren noch Sachen, die in Erfüllung gehen mussten. Und wisst ihr, so deutlich wie heute es ist, war es noch nie. Ich bin mit dem Zug 700 Kilometer gefahren und es war Maskenpflicht. Ja, du konntest auf dem Zug nicht stehen, sitzen ohne Maske, 8 Stunden lang, 6 Stunden lang. Ja, und in dem Bahnhof auch. Ja, man sieht, dass der Mensch keine Rechte mehr hat. Und wisst ihr, wenn ihr Amos auch liest, die letzten Kapitel, da redet Gott darüber, dass man den Armen unterdrückt, ihn zwingt zu zahlen, ihn, ja, also die Rechte des Armen, die Rechte der Zerbrochenen, alles wird weggenommen. Ja, und das passiert in unseren Tagen und das lässt Gott nicht lange zu. Ja, das lässt er nicht lange zu. Entrückung, ja, wir sollen eigentlich täglich in dieser Erwartung sein. Jesus sagt zum Beispiel in viele Gleichnisse, ja,
Der Herr geht von zu Hause weg, ja, und er lässt den Knecht zu Hause. Und der Knecht aber muss täglich in dieser Erwartung sein, dass sein Herr kommt. Und der böse Knecht sagt, er verspätet sich, er kommt nicht. Nur das bei dem bösen Knecht war es auch so, dass er böse gehandelt hat mit seinen Mitknechten. Und da hat ihn der Herr erwischt, weil er hat ihn überrascht, er hat nicht damit gerechnet. Und da wir rechnen mit jedem Tag, dass der Herr kommt, wollen wir und sind wir auch täglich vorbereitet im Herrn durch den Geist des Herrn, der in uns wohnt. Das ist keine Schande. Natürlich, man sagt, ja, ihr seufzt und wollt von diesem ganzen Bösen weg. Ihr wollt von diesem ganzen Bösen weg. Die Tatsache ist, Jesus hat auch irgendwann gesagt, darüber habe ich schon mal gesprochen, ja, wie lange muss ich euch noch ertragen? Es ist so, Jesus hat in seinem Gebet, hochpriesterliche Gebet in Johannes 17, gesagt, Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Was hat er denn bewahrt? Meine Lieben, denkt mal nach, was hat er bewahrt? Eine Handvoll kleingläubiger Menschen. Ja, die eigentlich in dieser mit Jesus gehen, die 12, die hatten nichts anderes im Kopf. Jesus ist der König, jetzt wird das Königreich aufgebaut. Wer wird dann am Rechten sitzen? Wer wird am Linken sitzen? Wer ist der Größte in dem Reich? Und ja, bald werden die Römer vernichtet und alles wird super sein. Und in dieser Erwartung waren sie in Begleitung des Herrn. Ja, die haben die große Wunder gesehen, die sind selbst ausgesandt worden und haben große Taten getan. Ja, und haben gesagt, ja, noch sogar die Dämonen hören auf uns, super, super. Ja, aber wenn dann hart auf hart kam, dann haben sie geschrien, oh Herr, schlafe nicht, komm, wach auf, wir gehen unter, wir sterben. Und dann musste Jesus fragen, wo ist denn euer Glauben? Also, was ist denn mit euch los, meine Lieben? Ja. Aber trotz der Kleingläubigkeit hat Jesus sie bewahrt. Ja? Und wo dann Jesus dann am Kreuz geschlagen worden ist, dann ist das Weltende gekommen für die 12. Mano, unser König, der ist tot. Der wurde getötet. Was ist denn jetzt mit uns? Da ist das Weltende. Und oft denken wir auch, ja, der Herr kommt nicht. Also es wird nichts mehr passieren. Es dauert noch 100 Jahre, es dauert noch 200 Jahre, wer weiß was, wie lange. Nein, es hat nur 3 Tage gedauert. Und dann ist Jesus Christus aufgewacht. Und wisst ihr, was das Erste war? Er hat seine 12 wieder beisammen gerufen. Er hat sie gesucht. Er hat sie nicht verloren gehen lassen. Er hat sie nicht ohne Hoffnung gelassen. Ja, und so lässt er, der Herr, uns auch nicht in diesen Erwartung des Herrn. Er wird uns nicht zu Schanden lassen. Es wird der Tag da kommen, wo die Spötter eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Jesus hat sie bewahrt bis zu seinem Tod und nach seinem Tod hinaus. Und während seines Todes hat er sie auch bewahrt. Denn es war Gottes Ratschluss. Es sind die, die du mir gegeben hast. Lasst uns mal sehen, was sind Schafe? Was sind Schafe? Sind die hochgläubige, intellektuelle Tiere? Nein. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Interessant. Er sagt nicht, dass meine Schafe haben keine Angst, meine Schafe werden auch den Wolf zerschlagen und den Bären und den Löwen verjagen. Meine Schafe wissen den Weg und die wissen wo und was.
Nein, meine Schafe kennen meine Stimme. Punkt. Kennst du deinen Gott? Weißt du eigentlich, dass du in Christus bist? Somit bist du in Gott. Ich bin in Christus. Ich bin in Gott. In ihm. Wer ist im Gott drin? Wer kennt die Tiefen Gottes? Der Geist Gottes. Herrlich. Und der Geist Gottes ist in uns. Merkt ihr diese Konstellation? Der Geist Gottes, der in Gott wohnt, wohnt in uns, weil wir in Gott wohnen. Weil wir in der ganzen Fülle, in den Christus, in Gott gesetzt sind. Und Gott sagt, die kennen meine Stimme. Denn ich bin dir der Haupt und mein Willen kennen die. Bist du zu Hause im Wort Gottes? Bist du zu Hause in das Vertrauen, den, der dich in Christus gesetzt hast? Deswegen sind wir mit Christus gestorben, mit ihm auf, weil wir in ihm, durch ihn, in dem Vater sind und sein Geist in uns, denn der Geist Gottes forscht, Römer 8, die Tiefen Gottes, er lebt in der Tiefe Gottes, im Inneren Gottes. Und weil wir im Herrn, im Vater sind, das sagt Paulus im Kolosserbrief ganz deutlich, man kann nachlesen, ja, sind wir eigentlich in ihm. Und diese Zeichen der Zeit hat uns Gott gegeben, um zu erkennen, dass wir bald nach Hause gehen werden. Und natürlich, meine Lieben, Paulus sagt schon den Thessaloniker, wir, die wir leben, die wir noch leben, lest mal nach. 1. Thessaloniker 2, glaube ich, wie wir, die wir noch leben, ja, die werden dann nach dem Auferweckung der, die in Christus eingeschlafenen, also die werden erste auferweckt werden und dann die wir noch leben. Also Paulus dachte ganz deutlich, dass in seine Lebenszeit kommt. Ja? Und Paulus sagt, ermutigt euch damit. Er kommt bald. Die Thessaloniker haben gedacht schon, dass das Tag des Herrn schon lang da war und die Toten in ihren Gräbern geblieben sind. Und alles, ja, und Paulus musste alles das berechtigen. Es hat alles seine Tage und alles seine Zeit nach göttlichen Richtlinien. Und da, ja, aber wir stehen eigentlich in der Bewahrung des Herrn. Und das, natürlich das Wachen. Wir sind, weil wir in Christus sind, weil wir in Gott sind, sind wir des Tages. Wir haben mit des Finsternis überhaupt nichts zu tun. Und das Finsternis kommt jetzt. Und deswegen sagt er auch in Amos, lass mittags schon. Ja, Paulus sagt schon, die Nacht ist vorbeigerückt. Ja, aber so vorbei war es noch nicht. Es war immer noch 2000 Jahre Tag. Er hat sich auch geirrt, ein klein bisschen, was keine Schande ist, denn wir sind Menschen und wir haben auch nicht in allen die hundertprozentige Erkenntnis. Ja. Paulus sagt, seid stark im Herrn. Das heißt, sei stark im Wort, in Wahrheit, im Glauben, in Hoffnung. Gib das nicht auf. Denn ihr wisst, und deswegen sagt, denkt so, ihr seid gestorben. Glaubt, wer glaubt, dass er mit Christus gestorben, der weiß es, dass er ihn lebt. Also wir wissen, Gott lässt uns nicht allein. Kein Tag, keine Nacht, keine Minute. Deswegen, meine Lieben, die Entrückung, die wird bald geschehen. Wir sehen, alles spricht dafür, dass das
der Antichrist jetzt auftreten muss, wird ihn bald. Ich weiß nicht, ob im Juli oder im August oder September, aber wir wissen, dass wir haben nur noch Tage. Und deswegen verliert euren Mut nicht, verliert eure Hoffnung nicht. Und wenn er in 100 Jahre kommen würde, freut euch im Herrn und seid in dieser Erwartung wie ein treuer Knecht, der jeden Abend wartet auf den Herrn. Eine Geliebte, die auf ihren Mann wartet, auf seinen Geliebten wartet und weiß nicht, ob der Zug heute kommt, morgen kommt. Aber Tag für Tag wartet sie mit dem Essen bereit, wenn der Mann kommt. Ja, er soll alles haben. Sie wartet mal am Tor und guckt, kommt er nicht, aber gibt nicht die Hoffnung auf. Ich habe mal bei Kindern erlebt, wo der Vater oder die Mutter weg mussten für eine längere Zeit. Und man hat sie fast nicht mehr trösten können. Das Kind hat immer gefragt, wann kommt sie oder er? Ja, er kommt, aber wir wissen noch nicht ganz. Ja, hat er mich nicht mehr lieb? Doch, er hat dich lieb, aber er kann noch nicht, aber er kommt. Und da kam der Tag, wo er kam. Und da war die Freude gewaltig. Aber ein Kind gibt nie auf in dieser Hoffnung, weil wenn wir nicht so wie Kinder sind, ja, wenn wir nicht so wie Kinder sind, können wir gar nicht mit dem Herrn zusammenwirken. Oder der Herr kann nicht in uns wirken. Ja, und dieser Kindsein, ja, Kindsein in Bösen, Kindsein in Schlechten, aber im Glauben sollen wir fest wie ein Kind sein, der seinen Eltern vertraut und auf sie baut. Ja, leider, wo man erwachsen wird, dann geht das manchmal verloren. Ja, von dem, meine Lieben, gibt nicht auf. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Wie deutlich die Reden. Wir sehen Israel, wir sehen alles, darüber haben wir viel gesprochen. Der Herr kommt bald. Wir haben lange nicht mehr. Ja, wir können kein Datum festsetzen, aber lange ist es nicht mehr. Deswegen gebt eure Hoffnung noch nicht auf. Und vertraut dem, der euch gesagt hat, ich bin bei euch, wer wir sind in ihm, der Geist in uns. Er lässt uns keine Minute im Stich. Auch wenn wir oft am Verzagen sind, wie die 12 Apostel, die mal auf dem Meer fast untergangen sind, oder der Petrus, der auf dem Meer gehen wollte und singte und sagte, Herr, 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 ja, wir haben mit Angst zu tun, wir haben mit Leid und Not zu tun, aber wir haben die Hoffnung und das ist, was uns hält in dem Herrn drin. Also, meine Lieben, seid frohes Mutes. Und Gott segne euch alle, bewahre euch und danke für eure Gebete und die guten Wünsche. Seid fest umarmt. Der Herr sei gepriesen, ja, in allem. Und denkt dran, Gottes Maßstäbe sind nicht unsere Maßstäbe. Denkt nach Gottes Ordnung und nicht nach unserer Art zu denken. Ja. Seid gesegnet. Amen.